So, schauen wir mal die rote Route an. Im unteren Teil versuche ich jetzt erstmal die Züge frontal zu klettern und wenn es steiler wird oben, dann ist das Eindrehen wohl ein bisschen besser. Schauen wir mal. Ja. Auch hier immer wieder hilfreich, wenn du mit dem Knie Richtung Wand gehst, dann ist der Schwerpunkt schon ziemlich nahe bei der Wand. Zug. Jetzt schauen wir mal. Das ist jetzt eine frontale Position. Das ist, wenn das linke Knie auf die linke Seite guckt, das rechte auf die rechte Seite. Das ist frontal. So wäre eingedreht. Machen wir die Züge hier mal frontal. Zack. Und auch hier wieder frontal. Dann schiebst du dich so nach oben. Zack, zack. Wir hängen jetzt wieder ein. Hier dazu wieder eine frontale Bewegung. Auch wieder frontal. Hier würde ich jetzt aber das erste Mal eindrehen. Dann bleibt dieser Arm gestreckt und du kannst locker mit dieser Hand dazu. Generell immer bei Seitgriffen ist so eine Eindrehbewegung wesentlich besser wie frontale Kletterei. Hier können wir wieder frontal stehen zum Einhängen. Was auch immer hilfreich ist, immer wieder zum Griff zurückgehen, damit du hier den Impuls mit Impuls auslösen kannst. Also da geht es definitiv eingedreht besser. He? Immer wieder in der frontalen Position kannst du auch gut schütteln. Wenn ich jetzt diesen Zug nach oben machen will, Knie rüber, dann die Hüfte nach oben und hochziehen. Fuß, Fuß. So, jetzt haben wir doch schon mindestens etwa 45 Grad Überhang. Das heißt, hier würde ich definitiv versuchen, eher eingedreht zu klettern. Dann sind auch die Züge wesentlich einfacher. Wieder rüberstehen. Auch hier erst Fuß setzen. Dann richtig Zug geben und die Hüfte schön reinnehmen. Weitergreifen. Fuß, Fuß, Hüfte nach oben. Zug. Stehen wir wieder ein bisschen höher. Auch hier versuch erstmal richtig schön die Hüfte nach oben zu bekommen. Ein bisschen weiter greifen. Fußwechsel. Und auch hier wieder 1, 2, 3. Und Hüfte nach oben. Und lassen wir den linken aus. Machen einen weiten Zug. Back. Fuß setzen. Knie an die Wand. Fuß dazu. Hängen. Knie an die Wand, Fuß dazu und Zug. Position über die Mitte. Wenn du über die Mitte stehst, ist es meistens ein bisschen einfacher von der Koordination. Zug, Duck, Duck, Hüfte nach oben. Hängen. Bei den letzten Zügen
kannst du hier auf der Kante hochgehen, einhängen und tack, Tritt, auch wieder Hüfte nach oben, Zug, hopp, ja, so. Ja, zu.